Am 12. Februar gibt es endlich ein Wiedersehen mit den Dschungelcamp-Stars. Doch beruhigt hat sich die Situation auch knapp 2 Wochen nach ihrer Ankunft in Deutschland nicht wirklich. Denn offenbar fliegen auch bei das Nachspiel mächtig die Fetzen. Dschungelcamp-Nachspiel? Wiedersehen von Lukas Cordalis, Yvonne Wölke. Knapp 2 Wochen sind seit dem großen Dschungelcamp-Finale Ende Januar vergangen. Doch Ruhe ist nach wie vor nicht eingekehrt, im Gegenteil. Schon die laufende Ibis-Staffel wurde von dem angeblichen Fremdgeh-Eklat rund um Iris Klein, Ehemann Peter Klein und Yvonne Wölke überschattet. Und genau dieses Drama zieht sich bis heute hin. Zur Erinnerung: Peter war als Begleitung von Lukas Cordalis mit nach Australien gereist. Nach knapp einer Woche erhob Ehefrau Iris via Instagram den Vorwurf, er hätte sie mit Jamila Rowes Begleitung Yvonne Wölke betrogen. Im Anschluss überschlugen sich die Ereignisse nahezu und die Geschehnisse rund ums Dschungelcamp rückten in den Hintergrund. Und auch beim großen Dschungelcamp-Nachspiel, das am 12. Februar auf RTL gezeigt werden wird, fliegen offenbar erneut die Fetzen. Jamila Rowe appelliert an Yvonne Wölke, bitte hört auf. Der Kölner Sender gab nämlich schon vorab einen kleinen Einblick, auf was sich die Dschungelcamp-Fans beim Nachspiel gefasst machen müssen. Abgesehen davon, dass der Zoff zwischen Cecilia Assoro und Cosimo Citiolo in eine neue Runde gehen soll, treffen auch Yvonne Wölke und Lukas Cordalis erstmals wieder aufeinander und es erklärt sich wohl von selbst, dass der ganze Fremdgeh-Eklat noch einmal Thema sein wird. Laut RTL mischt sich jetzt nämlich auch Dschungelkönigin Jamila Rowe ein, die während der Show deutlich an ihre Freundin appelliert, dem ganzen Drama endlich ein Ende zu setzen. Liebe Yvonne, an dieser Stelle, von mir als Freundin, bitte hört damit jetzt auf. Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben. Ich glaube, ich spreche auch im Namen von Lukas, wir wünschen uns Frieden. Und tatsächlich sieht Lukas Cordalis das ganz genauso. Er erklärt, Weihnachten kommt bestimmt und dann ist es nicht schön, wenn keiner mehr mit keinem spricht. Was Yvonne Wölke zu dem ganzen Thema sagt und ob der Fremdgeh-Eklat um sie, Iris und Peter Klein jetzt endlich sein Ende finden wird, wird sich aber wohl erst nach der Ausstrahlung von Dschungelcamp, das Nachspiel zeigen. Thank you.